Da stellt sich ja zunehmend die Frage, wie kommt das denn, dass die Luftangriffe unter anderem der Amerikaner offenbar wenig ausrichten gegen die Islamisten? Ja, das fragen sich ja eigentlich alle. Wir beobachten seit Tagen immer die gleichen Geschützstellungen, aus denen eben auf Kobani abgefeuert wird. Wir sehen die Mündungsblitze, den Rauch, der da aufsteigt. Und wenn wir das sehen, müssen das eigentlich die Amerikaner auch sehen. Und nichts geschieht. Die Amerikaner können das. Das haben sie gezeigt 2011, als sie in Libyen eingegriffen haben und mit großer Präzision große Verbände von Gaddafi zerstört haben. Mit einer Präzision, wo Panzer angegriffen wurde, wo nicht mal der Asphalt, auf dem sie standen, beschädigt wurde. Das alles machen die Amerikaner nicht. Warum sie es nicht machen, ist eine große Frage und lässt die Kurden ratlos zurück.